ich kann nur sagen, dass Horst Seehofer und die CSU wieder zündeln. Seehofer ist langsam der Vater oder noch besser der Großvater von rechtspopulistischen Umtrieben in diesem Land. Er nährt sie offensichtlich aus Angst vor der AfD und merkt gar nicht, dass er die AfD dadurch umso stärker macht. Die Mutter aller Probleme sind in dieser Frage Ignoranz, Rassismus und Spalterei. Horst Seehofer hat sein Ziel erreicht. Hier bei einer CSU-Klausur gestern hat er intern und in einer Zeitung seine Worte von der Mutter aller Probleme so oft wiederholt, bis kaum einer mehr an der Provokation vorbeikommt. Auch nicht die, der sie eigentlich gilt. Ich sage das anders. Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen. Und dabei gibt es auch Probleme, dabei gibt es auch Erfolge. Seehofer bricht aus der selbst auferlegten Zurückhaltung der CSU aus, einerseits. Andererseits hat er sich als Innenminister zu den Ereignissen in Chemnitz kaum geäußert. Bloß keine voreiligen Antworten, hingefahren ist er auch nicht. Dass er Verständnis für die Demonstranten hat, das will er dann schon sagen. Ich verstehe, dass die Bevölkerung aufgewühlt ist, dass sie empört ist über dieses Verbrechen. Und das sollte die Bevölkerung auch wissen. Von einer Seite gab es heute Applaus für Seehofer von der AfD, der Partei, der er beikommen will.